Guten Morgen und willkommen zu meinem zweiten Vlog. Meistens morgens bei mir und ein Kaffee. Und in der Smoothie Bowl habe ich Banane, ein bisschen gefrorene Ananas, Beeren und Vanilleprotein und dazu noch Kokosnussmilch. Obendrauf mache ich mein selbstgemachtes Granola und ein bisschen Cashewmus oder Mandelmus. Heute ist es Cashewmus. Das esse ich jetzt. Dann starte ich jetzt gleich sofort mit meinen E-Mails, mit meinen Nachrichten vom Coaching. Denn ich muss dann gleich los, denn heute geht es zum Friseur. Und ich weiß noch gar nicht, was ich so richtig mache. Auf jeden Fall ist es nur schneiden, wie immer. Und ich glaube, vielleicht lasse ich mir sogar so ein bisschen einen kurzen Pony machen. Wir werden sehen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Danach habe ich noch einen Termin. Und da zeige ich euch gleich, wo es hingeht. Vom Friseur. Da sehen die Haare immer am besten aus. Super schön geworden. Ihr habt abgestimmt für kein Pony in meiner Story und es ist ein Mittelweg geworden. Also ein bisschen Pony und ein bisschen länger. Ich hoffe, ich kriege den jeden Tag so hin. Das wäre natürlich mega. Ich bin sehr zufrieden. Verlinke euch meinen Friseur in der Story für alle, die aus Berlin zuschauen. Jetzt bin ich angekommen in Spandau und hier hinten sieht man es schon. Ja. Ich bin jetzt im Goldstimm und nehme euch mit. Like a Blu-ray, bitch, I'm a monster, call me Kanye. Now break it to the left, do the break, hey. Now break it to the right, do the break, hey. Now
Und in welchem Studio gibt es das schon? Einen eigenen Spiegelsaal für Fotos. Das ist krass, oder? Das ist richtig cool. Für Posing, Performance oder wenn man hier nach der Session mal seine Form checken möchte. Also Goals Gym hat einfach alles zu bieten. Vorbei ist es. Mein Besuch im Goals Gym. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Krass, was da auf die Beine gestellt wurde. Einfach, es ist der Knaller. Ich habe noch nie so ein Fitnessstudio gesehen. Und alleine, wenn man auch mal diesen ökologischen Aspekt dahinter betrachtet, also der Boden ist aus alten Gummireifen, dann gibt es Wände, die sind aus alten Plastikflaschen oder aus Plastik zusammengepresst. Bäume im Fitnessstudio, dann diesen Circle, wo man Fahrrad fährt, der einfach Energie herstellt und die Energie wird wiederum im Studio verwendet. Also wahnsinnig, wahnsinnig gut und es sollte mehr von solchen Studios geben. Aber das hier ist schon wirklich einmalig. Wenn ihr das mal besuchen wollt, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Ist in Spandau in Berlin. Ist auf jeden Fall eine Reise wert oder ein Besuch wert. Ich habe heute voll vergessen, mir irgendwas an Essen mitzunehmen. Ich habe einen Shake. Habe ich vergessen, jetzt Wasser reinzumachen und bin jetzt einfach so los. Ich habe so Kohldampf. Ich war jetzt schon noch bei Aldi und habe eingekauft, wie ihr gesehen habt. Und habe mir zum ersten Mal. Achtung. Lass mal hier. So warm. Habe mir zum ersten Mal Sushi geholt hier zum jetzt Essen und habe mich schon während des Kaufs gefragt, wie man das essen soll, weil kein Online-Diet-Programm vergeben. Weil keine Stäbchen dazu sind. Da frage ich mich bei Snack to Go. Das passt hier super hin, ne? Guckt. Bei Snack to Go, wie soll man bitte Sushi essen ohne Stäbchen? Ich nehme es ja auch nicht mit nach Hause und esse es dann mit der Gabel. Also verstehe ich es nicht so ganz, wie man das verkaufen kann. Und es fehlen einfach die Stäbchen. Ich lasse dieses Soja lieber zu, weil ich glaube, sonst saut es mir das ganze Auto ein. Ich muss das jetzt einfach so essen. Also das ist doch bescheuert gemacht. Die Bowl am Morgen war zwar super, aber es hält halt überhaupt nicht lang. Und jetzt ist schon 2:30. Hab um 8 gefrühstückt. Das ist einfach zu lang. Ja. Sushi mit den Händen, auch nicht schlecht. 2,50 oder 2,60 bei Aldi. Kann man machen. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ne? Kein Knaller, aber keine Sojasauce. Das ist einfach da. Nach dem Sport unbedingt Proteine und Kohlenhydrate. Leute, ich sag's euch. Proteine sind hier drin. Zwar sehr wenig, aber Kohlenhydrate und wenig Fett. Auch nach dem Sport solltet ihr darauf achten, nicht sofort zu viel Fett zu euch zu nehmen, weil das Wichtigste ist erstmal, die Muskeln zu versorgen. Da braucht ihr Proteine, weil Aminosäuren müsst ihr wieder zuführen. Ihr habt ja auch Schäden durchs Training im Muskel angerichtet und die Muskeln brauchen erstmal wieder Versorgung. Und dann natürlich die Kohlenhydratspeicher, um das wieder aufzufüllen. Als Zeitfenster würde ich sagen, also wenn ich weiß, dass ich es lange nicht schaffe, also dass ich nach dem Sport erst in 1-2 Stunden Abendessen zum Beispiel, dann trinke ich auf jeden Fall einen Shake, eigentlich immer nach dem Training. Wenn ich aber weiß, ich komme nach Hause, gehe duschen und mache mir dann zum Beispiel Mittagessen oder Abendessen, dann trinke ich nicht nochmal einen Shake, weil dann versuche ich einfach mit der Ernährung, also mit dem Abendessen, Proteine mit einzubauen und das dann so aufzufüllen. Also, dass ich nicht so ein Protein-Overload habe und einfach viel zu viel Proteine am Tag zu mir geführt habe. Das kann man ganz gut auch mit der Nahrung. Es kommt immer darauf an, was euer Ziel ist, weil ich ganz oft gefragt werde auch, ist Protein-Shake sinnvoll oder nicht? Das ist je nach Ablauf. Man kann das mit nutzen. Ich finde es eine super Alternative, einfach um Proteinbedarf zu decken, auch gerade wenn man nicht so viel Fleisch isst.
Aber es kommt natürlich darauf an, wann ist euer Training? Schafft ihr es danach zu essen? Habt ihr in der Ernährung genügend Protein? Oder müsst ihr einfach noch ein Supplement nehmen, wie zum Beispiel ein Whey-Protein oder ein Isolate? Das ist dann immer abhängig von eurem Tag. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich esse jetzt noch auf. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von meinem Vlog sehen wollt. Ich freue mich.